dein Gott im Himmel führt dich an, nicht aufzugeben. Er ruft dir jeden Tag von Neuem zu. Ich bin da, ich habe einen Plan für dich. Gib nicht auf, bleib dran. Ich bin verliebt in dich. Ich bin dein grösster Fan. Und wenn wir das jeden Morgen von Neuem uns bewusst werden, dass Gott da ist, dass er auf unserer Seite ist, dass er einen Plan hat für uns, dann gehen wir ganz anders in den Tag. Herzlich willkommen zum weiteren Coffee Talk, Karno Blaser, und wir wollen durch den Talk ermutigen, dran zu bleiben. Mit unserem Gott, so dass du kannst entdecken, was Gott noch alles für dich parat hat. Heute zum Thema, du bist geliebt. Hast du gewusst, dass du bedingungslos geliebt bist von unserem Gott im Himmel? Egal, ob du Gott kennst, egal, ob du dich schon entschieden hast, an ihn zu glauben, egal, wo du stehst auf deiner Lebensreise. Gott liebt dich. Punkt. Und das ist die Wahrheit, die wir nie dürfen vergessen. Und ich glaube, wenn wir immer wieder uns daran erinnern, dass wir geliebt sind, egal wo wir stehen, egal was uns beschäftigt, egal was wir alles richtig oder falsch machen, sondern dass wir einfach einmal geliebt sind von unserem Gott im Himmel, wird es eine Kraft in uns freisetzen, die uns wird helfen, immer wieder auch zu entdecken, was der liebende Gott für uns Menschen, für seine Kinder vorbereitet und parat hat. Ich habe mich noch gesehen an mein erstes Date mit meiner Frau, als ich jetzt geheiratet bin, und ich war unglaublich nervös gewesen. Ja, x-mal Hosen, T-Shirt, Hemdli, wieder andere Hosen, ein anderes T-Shirt kombiniert, weil ich wirklich alles gut und richtig machen wollte. Die Kinobillen waren organisiert, der Film war rausgelesen, alles war geplant, Zugverbindungen, alles parat. Wir sind auf Bern gefahren, euch unglaublich nervös, hoffentlich das richtige Parfüm angemacht, sind im Kino, und der Film war eine riesige Katastrophe. Der Punkt ist, sie erinnert sich nicht mehr gross an Film. Das ist ja das Gute. Und das erste Date ist, glaube ich, ja gut rausgekommen, sonst wären wir heute auch nicht geheiratet. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn wir Menschen beeindrucken wollen, die wir verliebt sind in sie, geben wir alles. Wir geben alles, für ihnen zu gefallen. Wir geben alles, für nur schon ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und manchmal nehmen wir das Bild auf unsere Beziehung mit Gott. Wir haben das Gefühl, wir müssen Gott beeindrucken. Wir müssen Gott gefallen. Wir müssen etwas leisten. Wir müssen alles richtig machen. Wir müssen ein guter, perfekter Mensch sein, für das wir dort die Liebe von Gott bekommen. Oder schon nur die Aufmerksamkeit von Gott bekommen. Oder einfach auch schon nur, dass wir das Sagen überhaupt entdecken und sehen, was Gott für uns parat hat. Doch wenn wir jetzt in die Bibel schauen oder unseren Gott genauer anschauen, dann gibt es eine Wahrheit, die wir verstehen und begreifen müssen. Und das ist nämlich die, dass wir geliebt sind, egal was wir machen. Dass wir geliebt sind von unserem Gott im Himmel, egal was wir leisten, egal was für Menschen wir sind, egal was wir alles auf die Reihe bringen oder nicht auf die Reihe bringen, Gott liebt uns. Ich kann mich noch gut besinnen, als ich in jungen Jahren mal bei einem Kollegen im Auto mitreiten konnte. Und er hatte so einen Kleber gehabt, beim Beifahrersitz auf dem Handschuhfach. Und auf dem Kleber ist gestanden: Schau, du kannst Gott verleugnen, du kannst Gott verfluchen, du kannst Gott den Rücken zudrehen, du kannst Gott ignorieren, du kannst sagen, dass es keinen Gott gibt. Du kannst das alles, aber etwas kannst du nie machen. Das ist Gott dran zu hindern, dass er dich liebt. Und ich habe diesen Spruch nie mehr vergessen, und das ist mir eingefahren. Weil ich lange das Gefühl hatte, wir müssen doch etwas machen, für das Gott uns liebt. Wie man es im normalen Leben auch macht. Wenn man verliebt ist, dann kämpft man, dann probiert man die Aufmerksamkeit zu gewinnen, und man beweist der Person, die das Herz erobern will oder die Liebe will gewinnen, dass man es doch wert ist, dass man die Aufmerksamkeit bekommt. Aber bei Gott ist das nicht so. Die Aufmerksamkeit von Gott haben wir schon. Gott liebt uns schon. Gott hat schon alles parat für uns. Das Einzige, was wir machen können, ist einfach anfangen, die Liebe zu entdecken. Jetzt gibt es in der Bibel einen Jünger. Und das lesen wir in Johannes 23. Ein Jünger, der sehr gesungen überzeugt ist von dieser Liebe. Er schreibt sein eigenes Evangelium, der Johannes. Und wenn er von sich selber schreibt, schreibt er nicht Johannes, einer der Jünger, sondern wenn er sich selber in seinem Evangelium, das er geschrieben hat, sich beschreibt, schreibt er, wenn ich das vorlese, Johannes 13, 23 zum Beispiel. Es gibt viele weitere Beispiele, auch gerade noch im Johannes, wo er drinnen steht, der Jünger,
den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesus Seite. Also der Johannes beschreibt sich selber so, dass er sagt, ich bin der Jünger, wo Jesus ganz fest liebt oder besonders liebt. Ist das nicht ein bisschen arrogant oder vermessen oder auch ein bisschen abgehoben, gerade in Bezug zu den anderen Jüngern? Weil wenn er die anderen Jünger beschreibt, dann sagt er einfach der Petrus oder der Markus oder dieser oder der andere. Aber wenn er von sich schreibt, dann sagt er, es ist der Jünger, wo Jesus besonders liebt. Man kann es arrogant anschauen, aber ich glaube, der Johannes hat einfach begriffen, wer er in den Augen von Gott ist. Er hat gewusst, ich bin ein Meisterwerk. Ich bin einzigartig kreiert und geschaffen von meinem Gott im Himmel. Und Gott ist unglaublich verliebt in mich. Ich glaube, wenn wir das alle von Anfang begreifen, wird es eine Kraft freisetzen. Nicht nur eine Kraft vom Himmel, sondern auch eine Kraft in unserem Leben. Wir gehen mit einem gesunden Selbstbewusstsein durch den Tag, weil wir wissen, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Egal, was Menschen sagen, egal, was Umstände sagen, egal, was die Welt wird reagieren gegenüber mir, ich bin geliebt, weil Gott hat mich geschaffen. Und schon nur diese Wahrheit wird ganz, ganz viel Gutes in unserem Leben freisetzen. Zwei Sachen, die er weitergeben hat, für diese Wahrheit noch ein bisschen tiefer in dein Herz zu fallen lassen, ist erstens, wir alle sind Gottes Nummer eins. Nicht nur der Johannes, nicht nur ein paar Auserwählte, nicht nur krasse Prediger oder Männer und Frauen, die unglaublich von Gott gebraucht werden, sondern wir alle sind besonders geliebt von unserem Gott im Himmel. Es gibt eine weitere Geschichte in der Bibel, das ist die Geschichte von Lazarus. Der Lazarus, ein guter Freund, ist krank geworden. So fest krank, dass er drauf und dran war, zu sterben. Die Schwester von Lazarus lässt Jesus eine Nachricht zukommen. Und in dieser Nachricht schreiben sie, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Also sie appellieren an die Liebe von Jesus. Und sie sagen, Jesus, der Mann, ein guter Freund von dir, und sie schreiben nicht, brauch deine Hilfe. Sie schreiben auch nicht, ja, komm schnell vorbei und mach ein Wunder, sondern sie schreiben einfach, wo du besonders lieb hast, ist krank. Und das bewegt ja dann Jesus, zum Lazarus zu gehen. Es bewegt Jesus sogar, Lazarus von den Toten zurück ins Leben zu holen. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, das ist eigentlich genial, wie es die Frauen machen. Sie appellieren an das Herz von Jesus. Sie sagen, Jesus, wir brauchen nicht nur ein Wunder oder etwas soll passieren, sondern der, den du gerne hast, den du liebst, ist krank. Genau gleich können auch wir zu Gott kommen. Wir können sagen, schau Gott, ein Kind von dir, wo du geschaffen hast, wo du lieb hast, wo du einen Plan hast für uns, hat ein Problem. Du kannst sagen, schau, ich weiss Gott, du liebst mich. Und weil du mich liebst, brauche ich jetzt deine Hilfe. Ich sehe hier nicht weiter. Ich stehe an. Könntest du nicht schon nur aufgrund von deiner Liebe die Arme in meinem Leben bewegen, ein Wunder tun, mir eine Tür auftun und mir weiterhelfen? Wenn wir begriffen haben, dass wir geliebt sind von unserem Gott im Himmel. Egal, was wir machen und egal, was gegangen ist, gehen wir ganz anders zu Gott. Wir gehen wie ein Kind zu unserem Vater im Himmel und wir wissen, unser Vater liebt uns. Egal, was gelaufen ist, egal, was gegangen ist. Es gibt ganz ein anderes Selbstverständnis in unserem Leben. Nichts bewegt Gottes Gunst so fest, wie wenn wir an seine Liebe gegenüber uns appellieren. Darum vergiss nie, wir alle sind Gottes Nummer eins. Wir alle sind besonders fest geliebt von unserem Gott im Himmel. Und das wird Wunder freisetzen. Das wird Gottes Kraft freisetzen. Das wird Sachen freisetzen, die du dir im Moment nicht vorstellen kannst. Nur schon, weil du weißt, Gott liebt mich. Das Zweite, was wir daraus nehmen können, ist, wir sind nicht nur alle eine Nummer eins in den Augen von Gott, sondern wir haben auch einen unglaublichen Fan im Himmel. Das ist nämlich Gott. Ist dein grösster Fan. Etwas, was man ja immer wieder sieht, ist gerade im Sport,
wenn eine Mannschaft angeführt wird, wenn sie einen krassen Fanclub hat, dann ist eine Mannschaft oder ein einzelner Sportler zu viel mehr fein, als er sich vielleicht vorher zugetraut hat. Ich kann mich noch besinnen, ich durfte einen Marathon laufen. Und ich bin viel für diesen Marathon allein im Wald trainieren. Und wenn du so allein im Wald bist, deine Zeit säckelst, deine Runden laufst, da kannst du schon viel bewegen. Aber ich habe erlebt, als ich nach dem Marathon gesäckelt bin und links und rechts sind Tausende von Menschen gewesen während dem ganzen New York Marathon, wo wir, natürlich sind ja auch anderen auch zugerufen, aber wo wir angeführt haben, bin ich plötzlich über mich selber anfangen, rauswachsen. Ich kann mich noch besinnen, gerade der Start war so ein schöner Moment. Ich bin gestartet und dann habe ich plötzlich realisiert, ich bin nicht mehr allein. Erstens sind Hunderte von Menschen mit mir zusammen gestartet und dann sind wirklich Hunderte von Menschen links und rechts gsi, die mich angefähnet haben, die mich angeführt haben, die mir zugejubelt haben, obwohl sie mich ja gar nicht kennt haben, dass sie Kinder waren, dass sie Männer waren, dass sie Frauen waren. Die hatten so Freude, säckle ich bei ihnen vorbei. Ganz ehrlich, das ist mir dann auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ja gerade ganz am Anfang hatte ich so Freude an all diesen Kindern, die mir Täfeli wollten geben, die mir ein High-Five geben wollten, dass ich wirklich auf diesen breiten Strassen links hergesäckelt bin, ein High-Five geholt. Dann habe ich gesehen, auf der rechten Seite, das sind so vier, fünfspurige Strassen, oder? Es waren wieder Kinder, die mich angeführt haben. Dann bin ich denen ganz High-Five gegeben. Dann bin ich wieder links, dass ich auch die paar ersten Kilometer schon viel mehr gesäckelt bin, als ich überhaupt hätte sollen säckeln. Was ich mit sagen will, ist, wenn Leute anführen, setzt das Energie, Kraft und Power frei. Und weißt, vielleicht bist du manchmal allein unterwegs in deinem Leben. Vielleicht hast du keinen Ehepartner, keine Freunde, keine Familie, die dich anfähnen, die dich ermutigen, die dich anführen, dran zu bleiben. Aber eins darfst du wissen, dein Gott im Himmel führt dich an, nicht aufzugeben. Er ruft dir jeden Tag von Neuem zu, ich bin da, ich habe einen Plan für dich, gib nicht auf, bleib dran, ich bin verliebt in dich, ich bin dein grösster Fan. Und wenn wir das jeden Morgen von Neuem uns bewusst werden, dass Gott da ist, dass er auf unserer Seite ist, dass er einen Plan hat für uns, dann gehen wir ganz anders in die Tage. Und dann fangen wir anfangen mit seiner Liebe rechnen. Wir fangen mit seiner Gunst rechnen, weil wir wissen, Gott liebt mich. Er hat einen Plan für mich. Er ist für mich. Was kann denn noch gegen mich sein? Spürst, schon jetzt, schon nur, wenn du hier zuhörst, ich glaube, schon nur das macht etwas mit dir. Darum sage ich jeden Morgen von Neuem zu dir, ich bin das Meisterwerk von Gott. Gott hat mich geschaffen, Gott hat mich wollen. Gott ist verliebt in mich. Er liebt mich so, wie ich bin. Und er ist mein grösster Fan, weil ich bin seine Nummer eins. Und das Bewusstsein wird Wunder freisetzen. Das Bewusstsein wird die anders in den Tag gehen. Und das Bewusstsein wird dir die Gunst von Gott an die Seite von deinem Leben bringen. Weil das Bewusstsein, dass wir Geliebte von unserem Gott im Himmel sind, setzt Liebe, setzt Wunder und setzt der Segen von Gott auch über deinem Leben frei. Und das ist das, was ich dir wünsche, dass du immer wieder erleben darfst, dass Gott noch mehr für dich parat hat.